Eine neue Woche. Mit neuen Aufgaben. Oh Gott, was für ein cheesy, beschissenes Intro. Der Joscha ist diese Woche im Urlaub. Und Lisa ist auch nicht da, weil die ist auch im Urlaub. Das heißt, Dreharbeiten sind diese Woche relativ gering. Um jetzt diese Woche nicht selber in so eine Art Urlaubsmodus reinzukommen, kümmere ich mich um ganz viele Kleinigkeiten, vermeintliche Kleinigkeiten, Sachen, die auf jeden Fall gemacht werden müssen. Die so ein bisschen hier das Allgemeinwohl vorantreiben. Hallo. Ihr erinnert euch ja sicherlich noch an die schreckliche Phase, als es hier ein paar Tage lang keinen frischen Block gab, weil ich es geschafft habe, ein komplettes Glas Wasser über mein laufendes MacBook zu schütten und dann erst mal ein paar Tage lang trocknen musste, also das MacBook. Das MacBook läuft seither wunderbar weiter, trotzdem haben natürlich viele Leute auch darauf hingewiesen, dass man auf Korrosion achten muss. Ich habe dann in meinem Apple Care Plus Plan nachgeschaut und gesehen, dass das mitversichert ist und habe mit Apple Kontakt aufgenommen und die haben gesagt, klar, bring das Ding einfach mal rein, dann schauen wir es uns an und tauschen die Hauptplatine aus. Dadurch, dass das MacBook allerdings problemlos lief, habe ich das einfach so ein bisschen vor mir hergeschoben, muss ich zugeben, na blöd. Seit gerade eben kann ich mich jetzt allerdings nicht mehr mit dem WLAN verbinden. Mit allen anderen Geräten hier klappt es, es liegt also nicht am WLAN. Ist natürlich ein bisschen blöd. Deswegen. Doch eingeschickt werden. Ich muss mein MacBook jetzt doch einschicken. Wurde ursprünglich gesagt, dass das nicht passieren würde, weil die das vor Ort austauschen würden. Und ich frage mich, ob das in einem anderen Store vielleicht so gewesen wäre, aber in dem, wo ich jetzt war, wurde es eingeschickt. Und ist jetzt wahrscheinlich 1 bis 2 Wochen weg. Ist per se kein Drama, allerdings frage ich mich, was ich jetzt mit den Vlogs mache, weil ich jetzt nicht mehr abends schneiden kann. Das heißt, ich werde die wahrscheinlich morgens hier schneiden. Das heißt, der Upload-Plan verändert sich und kein Drama, aber ein bisschen nervig. Vielleicht tut es auch gut. Vielleicht merke ich, dass es total geil ist. Abends. Zeit zu haben plötzlich wieder. Was ich leider Gottes, und ich sage leider Gottes, weil ich generell Unternehmen eigentlich ungern lobe, aber was ich wirklich sagen muss, ist, dass sich Apple servicetechnisch jetzt wirklich krass gut gemacht hat. Es ging alles mega schnell, es ist alles super unkompliziert. Ich werde dank Apple Care Plus kaum Kosten daran haben. Waren alle super nett, also das war schon geil. Der Vorteil daran ist jetzt, wo mein MacBook weg ist und ich dementsprechend eh nicht mehr daran arbeiten kann, lenkt mich nichts davon ab, hier mich um den Studio-Flat-Aufsteller zu kümmern. Und ein bisschen zu handwerkeln. Was für ein krass unbefriedigender Tag. Und jetzt ist einfach vorbei. Es ist wirklich einfach spät abends. Nichts geschafft, nichts passiert. Ich hasse sowas. Egal, ich will es jetzt gar nicht zu sehr verteufeln. Es ist ja trotzdem was passiert. Ich habe den ganzen Baumarkt-Stuff hinter mir. Morgen kann ich mich total straight dran setzen, das Zeug zusammenkloppen. Ist auch wirklich eine simple Konstruktion, sollte nicht lange dauern. Oh Gott, das sind berühmte letzte Worte, ne? Morgen, Ende vom Vlog. Ich habe nichts geschafft!
Mein Hashtag des Tages ist deswegen kein Hashtag des Tages, sondern ich bitte euch um motivierende Hashtags, so Sachen wie Kopf hoch oder irgendwelche klugen Kalendersprüche oder so, da würde ich mich total drüber freuen. Damit ich, während ich das dann morgen hier baue, die ganzen motivierenden Sachen lese und vollends weitermache. Alright, vielen lieben Dank fürs Durchhalten und dann sehen wir uns morgen zu einem Bastelvlog. Vielen Dank und bis dahin. Ciao. Marius? Bist du noch da? Ich hab den für Lisa Pulli fertig gestrickt. Den neuen Merch. Ich hab Hunger.